Die Wachen der Königlichen Armee von England sind legendär. Sie werden streng ausgewählt und müssen sich an sehr strikte Regeln halten, wenn sie sich erstmals in den Dienst der Königin begeben. Wenn Queen Elizabeth in England ist, bewohnt sie erstmal den Buckingham Palace oder das Windsor Castle. An einem Ausflugstag in das Windsor Castle beschloss Sam, ein junger Mann mit Down-Syndrom, sich einem dieser Wachposten auf unerlaubte Weise zu nähern. Jeder weiß, wie gefährlich es werden kann, wenn man sich den Wachposten mit ihren auffällig schwarzen Pelzmützen nähert. Man darf ihnen niemals zu nahe kommen und sie dürfen während ihrem Dienst keine Gespräche führen. Ihnen ist es sogar erlaubt, Warnschüsse abzugeben. Sam versteht selbst viel Spaß und er dachte sich nichts dabei, sich eng an den Soldaten zu stellen, um ein Foto von ihnen beiden schießen zu lassen. Doch plötzlich stampfte dieser extrem laut auf und Sam wich erschrocken zurück. Der Soldat hieß Jack und er war der jüngere Bruder von Sam. Er bekam Jahre zuvor die Ehre, sich der Wache anzuschließen und hatte seitdem seinen Bruder nicht mehr gesehen. Die Überraschung war riesig, als er Sam auf dem Schlossgelände wieder erkannte. Da er allerdings im Dienst war, durfte er sich nicht zu erkennen geben und musste still an seinem Platz stehen bleiben. Der laute Fußstampfer war also keine feindliche Warnung gewesen, sondern lediglich ein Versuch, Sam Hallo zu sagen. Nach Dienstschluss durften sie endlich miteinander reden und fielen sich in die Arme.